Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange Episode 4 Dark Room. Beim letzten Mal waren wir ja in der alternativen Welt, die durchaus trist war. Was jetzt nicht heißen soll, dass das hier alles zwanghaft besser ist, aber ein wenig. Ich muss sagen, dass das Lied, was jetzt im Hintergrund läuft, dass ich da gedacht hatte, dass das in Episode 5 erst läuft. Weil das halt sowas ist wie so ein Zukunftslied, ne? Wenn ich älter bin, dann mache ich das und hier und dann werde ich so und so sein und habe ich nicht mit gerechnet, dass es jetzt läuft. Damn, this is a serious expose on the Prescotts. Finally. Sie bauen, um das mal ganz blöd runterzubrechen. Penn Estate, was plötzlich auftaucht und in keine der anderen Episoden erwähnt wurde, aber egal, das Hotdog-Männchen gab's vorher auch nicht. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Und wer weiß, wie viele Zettel vorher schon auf dem Boden rumlagen. Ich meine, da ist ein Schuh. Aber die Frage ist, wo ist der zweite Schuh? Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Brauch keine Entschuldigung, um Kaffee zu trinken, Max. Kaffee geht immer. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Das kannst du, aber ich weiß nicht, ob es eine weise Entscheidung ist. Ich wurde letztens gefragt, warum ich eigentlich Life is Strange nicht beim ersten Mal spielen aufnehme. Yes, Chloe Price was here. Und das hat den simplen Grund, dass ich es persönlich einfach nicht mag, wenn Menschen komplett planlos hin und her laufen. Das kann mir so auch noch passieren, aber I feel like we're missing a major clue. Keep digging, Chloe. Kann ich halt gar nicht ab und ich gucke mir Let's Plays am liebsten an, wenn die Leute Ahnung haben von dem, was sie machen. Und das versuche ich genauso zu machen. Deswegen spiele ich es erst, lasse ein paar Tage Zeit vergehen, damit ich mir drüber nachdenken konnte, schon vieles lesen konnte und dann spiele ich erst. That's my Chloe. Kurz habe ich mich gefragt, warum es solche Zeitschriften gibt und dann ist mir eingefallen, ach ja, USA. Schade, man kann nicht mehr in den Schrank gucken, das ist ja ärgerlich. Dann halt nicht. Oh, great. Chloe's busted again. I was her partner in crime, but not this time. Irgendwie habe ich das beim letzten Mal nicht gelesen. Ach, okay, wo wir waren. Als der Einbruch war. Nee, doch, wo der Einbruch war. Break-in at Blackwell. Ups. Aber wenn die Welt untergeht, ist sowieso egal. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Ziemlich viel. Ich meine, theoretisch beginnt ja auch jedes Mal eine neue Timeline, wenn man nur einmal kurz die Zeit zurückdreht. Max, we are this close to finding Rachel. Chloe, you're on fire. In the dark room, ne? Hat Nathan doch schon auf den Zettel geschrieben. That snow dough always makes me think of William and Chloe. Das wäre ja jetzt nicht da, wenn wir es in Episode 1 zerdeppert gelassen hätten. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or
Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Eigentlich heißt es ja to whom, aber... I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Weil das vorher auch schon so gut geklappt hat. Aber man muss ja jetzt nicht in jeder Sprache so ein... That poor little bird has been trapped in here. Ach, denk nicht so viel. Man muss ja aber nicht in jeder Sprache so ein Grammatik-Nazi werden, ne? It's such a warm, beautiful day. How could a killer storm just pop up tomorrow? Jetzt mal, weil ich mich nicht dran erinnern kann, war die Werbung von dem Penn Estate in den anderen Episoden auch schon? Ich kann es jetzt nämlich so frei heraus gar nicht sagen. Ich meine, klar, theoretisch kann man von heute auf morgen einfach so eine Werbung da anbringen, aber... Since David might be in there, I better mosey along for a change. In der Fall... Ich bin kurz verwirrt. Bevor ich jetzt was sage, muss ich nochmal drüber nachdenken. This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night. Wird schon schief gehen, ne? Lichtschalter? Da. Na, kleiner Vogel, bist du immer noch da drin? Hier war, glaube ich, nichts. Dann schaue ich mir erstmal den Vogel raus. Fly, be free. Alles mit diesem Vogel wird Konsequenzen haben, oder? Ganz ehrlich. So, frische Luft brauchen wir nicht. Pabalapap. Mal in der Garage rumschnüffeln. Da waren wir ja schon. Mal sehen, was da jetzt noch so ist. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. War ja seine Familie, ob Chloe das jetzt gepasst hat oder nicht. Ich meine, man hat ja natürlich nicht alles gesehen. Und er hat sich auch definitiv nicht ideal benommen, aber... Na, er sprach ja davon, dass er sich Gedanken um sie macht. Ach so, die Tickets... Das Gespräch, warte. Wann hat das angefangen? Genau, da haben sie das in die Luft gesprengt. Mehr oder weniger. Weiß ja keiner, ist ja nicht passiert. Wir sind ja irgendwie so reingekommen. Er hat noch Tickets bekommen. Ach ja, wir haben ja gesagt. Ups. Wie er sich aufregt. Erst freut er sich so, ja, ne, ich habe eine 1 minus bekommen, statt eine 2 plus, ne? Und dann auf einmal so, 1 plus ist 1 minus ist scheiße. Ich meine, okay, aber sind seine Eltern so streng? Sind seine Eltern so streng, dass die jetzt, ich sag mal, schlechter drauf sind, weil er eine 1 minus hat, anstatt einer 2 plus? Das ist wirklich dieses, naja,
Egal. Und Chloe hat ihn getextet, dass er jetzt raus ist. Aus der ganzen Sache. Alles klar. Hat sie ja gesagt, sie macht das, ne? Das heißt, sie war an unserem Handy dran? Oder hat sie so seine Nummer rausgefunden? Ich glaube, darüber sollten wir uns mal lieber keine Gedanken machen. Aber guck mal, jetzt würde auch zurücktreten, was irgendwie nett ist. Aber ist ja schon, ist ja eine Nummer, dass sie, warum haben wir so viele Nachrichten? Dass sie ihn tatsächlich angeschrieben hat, ne? Von Mom. Ja, Lisa ist tot. Ups. Passiert. Und Kate hat uns geschrieben und das wärmt mir das Herz, denn auf meinem PS4-Speicherstand habe ich sie ja, muss man ja sagen, springen lassen. War nicht schön, kann ich eigentlich niemandem empfehlen. Ja, an sich geht's sehr gut. Wir können sie diese Woche besuchen. Oh ja. Und alle vermissen sie. Und sie vermisst uns. Was Schönes. Was wäre richtig. Wärmt richtig mein Herz. Ach so, ist wegen Nachforschung über Nathan. Nee, über Frank. Okay. Frank vertickt Drogen. Das wussten wir auch schon. Okay, eigentlich hat er uns nicht geholfen. Ich weiß nicht, ob ich mit Juliet darüber reden würde. Ich meine, die schreibt für die Schülerzeitung da. Ich weiß bestimmt eine ganze Menge, aber sie versucht dann auch bestimmt eine ganze Menge von uns noch rauszufinden. Aber nein, eigentlich ist das nicht wirklich spannend, was da steht. Irgendjemand hat unseren Dad getextet, dass er auf, was er uns sagen soll, dass wir aufhören sollen, über rumzuschnüffeln. Oh, es ist von einer privaten Nummer. Okay, das Spiel kennen wir ja. Und Courtney möchte, dass wir Sachen mit ihr anprobieren für die Vortex Club Party. Yay. Wir wissen ja, wie wir aussehen würden, wenn wir im Vortex Club wären. Scheiß Smileys, ey. Vor allen Dingen, warum schreiben die sich SMS? Das Spiel 2012, da hatte man schon Smartphones. Da hatte auch, glaube ich, ich schon. Hatte ich da ein Smartphone? Ich glaube, ja. Sie entschuldigt sich. Aber wir melden uns erstmal nicht. Nee, warte. Das war vorher. Abends hat sie sich entschuldigt, okay. Hm. Okay. Okay, und trotzdem können wir uns kein bisschen dran erinnern, dass wir schon Nachforschungen angestellt haben. Alles klar. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Wenigstens hat sie sich entschuldigt. Looks like they're back on the road to Paris. Denn kann ich verstehen, dass sie irgendwie pissig war, aber hat auch. So, ich kann beide Seiten verstehen. Auf der einen Seite, dass sie wütend war, auf der anderen Seite so, okay, ein bisschen überreagiert, ne? Zumal Max ja. Ouch. Nichts Böses wollte. Und wenn Joyce wieder da ist, so, David, bitte weg sein. Das hat er ja gemacht. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in two or maybe three different realities. How can I have a destiny? If these alternate lives exist, I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind.
Wie gesagt, so ein paar Gedanken habe ich mir auch schon gemacht, wie das ist. Denn wenn sie ja jetzt hier in, sagen wir jetzt mal die Original-Timeline, wenn sie da weg ist, sie muss ja trotzdem weiter agieren. Irgendwie, Chloe meinte ja, dass wir scheinbar die Nacht durchgeforscht haben und CSI Arcadia Bay gespielt haben, was ich im Übrigen super finde, so rein vom Titel her. Aber wir können uns nicht dran erinnern. My butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Max the time bandit strikes again. In der anderen Timeline hat es existiert. Interessant. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Beim letzten Mal. Als ich es alleine gespielt habe. William never finished painting that wall. Hat nicht David angefangen, das zu bepinseln? Irgendwie Episode 1 oder so? Und gar nicht William? Ich meine, mich würde das auch jahrelang stören, wenn das Haus halb angepinselt gewesen wäre. Das war garantiert. Ich kann schwören, dass David angefangen hat, das Haus anzupinseln. Jetzt auch echt tote Hose, ne, in dem Garten. Und. Also. Schön ist er auch nicht. Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Naja, also es ist ja das eine, wenn man nicht so viel Geld hat, aber es ist was anderes, wenn trotzdem der ganze Schrott auf dem Garten rumliegt. Für dich. Ich meine, das ist auch der Vorteil, wenn man keinen Garten hat. Da lässt man einfach den Balkon zumüllen. Bis man den aufräumen muss, weil auf einmal die Leute meinen, oh, wir müssen die Außenfassade irgendwie neu anstreichen. Ja. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Was ich, also Fotos irgendwie zerreißen und zerkühlen, das habe ich auch mal richtig bereut und wirklich kann ich niemandem empfehlen. Macht andere Sachen kaputt. Aber sowas wie Fotos, das wird man am langen Ende doch bereuen. Max, kommst du da nicht? Nein, kommst du nicht. Aber sind wir ehrlich, David hat nicht den Eindruck gemacht, dass er irgendwie was... Ne? So. David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. So einen super positiven Eindruck hat er ja nie hinterlassen. Und dass man sich dann erstmal auf die Leute stützt, die... denen man ja vertraut. Zumindest Max. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Das ist die Frage, Max. Wenn man darauf eine Antwort hätte, würde das bestimmt helfen. Either Chloe stole another gun or David is out there armed. Ich finde beides nicht gut. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Denn sind wir ehrlich, bisher hat ihr die Waffe auch gar nichts gebracht. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Joyce, ich weiß, ich bin nicht gut darin, zu erklären, warum ich mich manchmal so benehme. Ich weiß nur, dass mich noch niemand verstanden hat, so wie du es tust. Ich würde niemals dir oder Chloe was wehtun wollen, antun wollen. Meine höchste Priorität ist es, auf meine Familie aufzupassen. Ja, ich habe ein paar Grenzen überschritten. Nee, ein paar steht ja nicht. Aber ich habe Grenzen überschritten mit den Kameras und den ganzen Verdächtigungen. Es tut mir wirklich leid und es ist ihm unangenehm. Hier gehen ein paar düstere Dinge ab in Arcadia Bay, von denen ich dir nie erzählt habe. Du bist meine Frau und meine Partnerin. Und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse haben. Ich habe mir vorgenommen, dir alles zu erzählen, aber ich wollte mehr Beweise haben. Stattdessen hat eine Schülerin beinahe Selbstmord begangen. Du hast mich aus zu Hause rausgeschmissen und meine Stieftochter hasst mich. Naja, gut, die hatte ich ja vorher schon gehasst. Bitte lass mich. Lass mich hier. Nimm mich zurück. Sch
Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Naja, ne? Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. I don't need a surveillance camera to see the suspension coming, guy. Nee, ich denke nicht, dass gerade jetzt noch die Kameras ins Spiel gebracht hätten. Sein anonymer Fan ist natürlich schon interessant, aber. Wish I had surveillance footage of that conversation. Bisher, also ich konnte auch daraus nie so wirklich, bisher nicht so wirklich interessante Informationen rausfiltern. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Was ja im Kern interessant ist, weil er eigentlich nur so ein Sicherheitsmann ist. Wie nennt man das? Ja, der an der Schule arbeitet. Wachmann. Aber er ist nichts mehr auf jemand, der spezialisiert daran ist, Überwachungskameras aufzuhängen. Was nicht heißen soll, dass er keine Ahnung hat. Er war ja im Krieg, man weiß ja nie genau, was er gemacht hat. Aber dafür hätte ich mir eigentlich ein spezielles Team geholt. Gerade wenn ich so viel Geld habe wie die Prescotts. Die scheinen ja einfach lächerlich viel Geld zu haben. Da investiere ich nicht in einen Wachmann. Außer ich besteche ihn. Damit. Zeitgleich. Dann ist es was anderes. I wonder if David is going to the party. Darf da jeder hin? Sind da auch Lehrer? Ich meine, hieß es nicht irgendwie, dass da der Everyday Hero Contest Gewinner gekürt wird, aber ansonsten hat er ja niemand was zu suchen von den Lehrern, würde ich jetzt behaupten. Ich weiß nicht, wie so Feiern in den USA sind. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Was mich irritiert, der Vogel war, oder zumindest wirkt es so, als wäre der Vogel die ganzen Tage oben gewesen. Excuse me, just one picture, please. Ist hier dann ein zweiter Vogel? Oh, please don't make these little birds die like the others. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Von Eiern. Von einem Blauhär. Naja. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Naja. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Das werden wir herausfinden. Wenn wir die Kombination hätten. Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Shit. For once I don't have time to search for the code. Oh, I need to find a way to break this padlock. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Ja. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Obwohl es mich interessieren würde, was der Code ist, ob man ihn kennt, wo man ihn rausfindet. Bestimmt Hochzeitsdatum oder so. Geburtstag, kein Lerntag. Oh, Maps, Notes, Coordinates, Photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Ein paar Sachen kennen wir davon ja schon. Da, wo Chloe überall war, ne, Twin Peaks ist hier nochmal ein Schild. Ist ja schön, dass er nicht eingeschritten ist. Ich gehe mal davon aus, dass er die Fotos per Hand gemacht hat. Das hat man ja in Episode 2 gesehen, als er Kate da nachgestellt ist. Zwei Pickups, ne, den anderen sieht man da hinten mit einer anderen Nummer. Aber das Twilight Zone Ding und Nummernschild kann man jetzt nicht lesen. Foto von uns. Super. Naja, hilft seine Paranoia uns back to Chloe now. Letzten Endes doch noch. Mich würde es auch echt interessieren, was er letzten Endes alles weiß. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel, plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted.
But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Ich auch. Kate ist einfach so ein... Ja, so ein Charakter, dem man auch einfach, glaube ich, auch nicht böse sein könnte, selbst wenn es dazu gekommen wäre. Und ich finde es schön, dass sie nicht gänzlich rausgeschrieben haben. Echt. Wirklich, so zum Beispiel in Walking Dead, wenn da ein Charakter rausgeschrieben werden muss, dann stirbt er. Und er kommt... This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This bit. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Max! Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while, but I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just... pray I can get this drawing right. Das ist so süß, ne? Echt, also... wenn Kate übrigens stirbt, dann kommt da nichts mehr nach. Dann war das das. Und nochmal zu dem Charaktere rausschreiben. Meistens ist es ja so, wenn Charaktere rausgeschrieben werden müssen, dann entweder vergisst man sie komplett, also quasi auch das Team, das daran arbeitet, dann kommen sie einfach nicht mehr vor. Oder im Falle von Walking Dead sterben sie. Oder sie trennen sich, die Gruppe trennt sich und dann sterben sie trotzdem. Und hier habe ich halt gedacht, gut, ne, wenn Kate stirbt, dann ist klar, ist sie rausgeschrieben. Und wenn sie überlebt, auch. Und ich finde es so schön, dass man diese kurze Szene mit ihr eingebaut hat. Und dieses Hotdog-Ding, ne, das Bild macht mich richtig fertig. Darauf habe ich vorher nicht geachtet im Livestream. Gott. If this gets Kate through the night, so be it. Hey, die einen haben Jesus am Nachtbett stehen, die anderen vielleicht ein Foto von ihrem Freund oder ihrer Freundin. Ich habe einen Stapel Bücher da, jedem seins. I don't think get well is quite apropos. Ich denke aber nicht, dass es welche gibt, die speziell für ihren Fall jetzt ausgelegt sind. That is so good to know that Kate is drawing again. Ab
Aber was malt sie da? Keine Ahnung, egal. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Das ist voll süß. Gerade das Ding oben links, das sieht aus, ja, wie von, gerade von Five Nights at Freddy's 4, wenn Foxy, wenn er im Schrank ist, dann gibt's doch diesen Plüsch-Foxy. Genau so ähnlich sieht er aus. Liegt auch an der Augenklappe, nehme ich an. Naja, dieses Hotdog-Ding, ne, es ist überall. Auf einmal. Good to see that Kate is still working on her book report. Ist das das, Ray Bradbury-Buch? Ja, ne? That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Naja, ne? Oh, ich dachte, man kann jetzt alle Namen lesen. Wen haben wir denn? Hayden erkenne ich, Justin, Stella, River, okay, Evan, Daniel, Zach. Wann haben wir unterschrieben? Egal, wir haben unterschrieben. Victoria, ich glaube auch wirklich, dass Victoria das leid tut. Es ist das eine, wenn man... Es ist sowieso schon schlimm genug, wenn man andere Leute mobbt, aber ich glaube, dass niemand wirklich möchte, dass es so weit geht. Ja, Trevor, Alyssa. Alyssa und sie sind auch gut befreundet, ne? Mit Stella? Ich glaube, ja. Meine ich mich dran zu erinnern. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Genau. Ich weiß, dass du mich hasst und das solltest du auch, aber ich möchte dich nochmal lächeln sehen. Lass es mich wissen, falls du irgendwas brauchst. Vic. Victory. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Muss er ja, ne? Schnelle Genesung, Blackwell Academy, ja, beten für sie, alles klar. Ja, okay. Was sie jetzt noch alles für sie machen werden, bla bla. Thank you, sisters. You really saved Kate. Wie sie auch einfach komplett hervorsticht, ne? Welche von den Charakteren ist jetzt wichtig? Ist ja immer fantastisch, wenn man das erkennen kann. Nein, ich will noch nicht gehen, ich muss mit Kate reden. Das wärmt mein Herz. It's amazing to just sit here quiet with Kate again. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. Whoever said we only have a single fate? Time travel is such a mindfuck. Stimmt. Was mich noch interessieren würde, können die Max in den alternativen Universen auch durch die Zeit reisen? Und wenn ja, beziehungsweise, ob das, können das alle oder nicht alle? Und falls ja, ist genau mit derselben Kraft oder mit anderen? Kann die mehr, kann die weniger? Das sind so Dinge, die nie erklärt werden, aber die mich unheimlich interessieren. Denn theoretisch gesehen haben wir ja unendlich viele Möglichkeiten auf alles. So, mal ganz einfach ausgedrückt, ne? That is so good to know that Kate is drawing again. Ja, und nicht diesen anderen Kram, der echt ziemlich spooky war und locker mit Nathans Bildern mithält, wobei man sich da dann Gedanken machen muss, warum er das malt. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Erstmal über Victoria. Das ist wichtig. Nein, wir fragen erst, wie sie geht und so. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like, a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. Nein, danke. No boys allowed. You are funny, Max. And right. Wie sie sich gefreut hat, als sie gesagt hat, du kannst Warren auch mitnehmen, kannst du ruhig machen, kein Problem. I want you to know, I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. I wish I could have gotten his ass kicked out of Blackwell. Me too. But his dad would never let that happen. I thought I had a tough family. So what is going on with him now? Zu viel.
think his family is totally protecting him. Or worse. I never say this about people. But Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. Wie willst du die Nummer kriegen von seiner... Ich meine, kann ja jetzt nicht so schwer sein, sein Zimmer da zu finden. Aber... Was hast du denn für Kontakte, Kate? I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? Sie ist unsicher. Das meine Behauptung seit Episode 1. She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Alice, okay. Ich fand den Fan-Namen besser. Ray Brad Bunny, aber okay. Alle lieben Max. Und okay, das ist so niedlich. Ich kann es nicht oft genug sagen, dass so ein Charakter, der ihm richtig ans Herz wächst, auch wenn sie ja gar nicht so lange da war. Aber gut, dann hauen wir mal wieder ab. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Kann ich mir vorstellen. Ach, Kate. Das heißt aber, sie trinken wöchentlich mal so eine Tasse Tee, ne? So irgendwie nach dem Unterricht. Laden die Texturen. Oh Mann. Da ist ein Gesicht von einem Menschen. In der Mitte. Falls man das jetzt nicht gesehen hat. Hey Max, how you doing? Oh, hi Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus, like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. So... You don't hate me for what I said to the principal. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You are out of control. Not yet.
Just wait until the Rager tonight. Oh, shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Er ist ja charmant, ne? See if I can find out where Nathan is. Muss ich ja auch zugeben. Aber geil. Alles klar. Ja, she's my friend. Okay. Ja, gut. Nee, beim nächsten Mal werden wir uns hier ein bisschen umsehen. Wir sind scheinbar auf der Jungsseite oder nicht. Die sind alle in einem Gebäude. Ich bin da ein bisschen überfordert, ob jetzt alle Schüler da drin wohnen. Zumindest die, die jetzt einen Platz haben. Ein Zimmer brauchen. Gibt ja auch bestimmt noch welche, die bei ihren Eltern dann wohnen. Oder direkt hier. Ist ja auch egal. Mache ich mir viel zu viele Gedanken drum. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Beim nächsten Mal finden wir hoffentlich Nathan oder sein Zimmer. Und dann tschö. Bis zum nächsten Mal.